der hat uns ja gesehen, als ist er ja auf dem Weg einfach jetzt die Schaffe in die Kurve gegangen. Ja, wir sind ganz normal gelaufen. Sie, noch zwei Jungs und ich dann, in dem Moment hat sie sich umgedreht, hat geschrien. Ja, und dann war das schon so gesagt, zu spät so gesagt, um noch auszuweichen. Ja, und dann ist er halt schon in uns reingefahren. Ja, wir haben halt nur noch diese Reifen quietschen gehört und dann habe ich mich halt sofort umgedreht, habe geschrien und dann haben die anderen das halt auch mitgekriegt. Ja, der kam von da hinten, also er ist ganz mal im Kreisel gefahren und dann, wo er uns dann so gesagt gesehen hat, ist er halt, hat er eine starke Kurve gemacht und ist dann in uns, zu uns gefahren. Und der ist sofort wieder weggefahren. Kannst du das nochmal sagen? Da wo er uns dann angefahren hat, ist er auch sofort wieder weggefahren. Also der wollte sich gar nicht blicken lassen, so gesagt. Alles klar. Nochmal umdrehen. Und bleib so wirklich so sitzen. Und bleib. Sonst kommt ja noch der. Au. Was ist jetzt so fehlt? Aber der bricht seine Hose oder was? Nee. Der zieht sich einfach mal aus. Okay, ihr seid aber mit ganz viel Glück. Hattet ihr. Wohl? Wenn ich laufe. Und hier? Hier ist er auch noch. Das spüre ich aber nicht. Der spürst du nicht. Wieder bei dunkel. Doch. Und deine Rippen? Ja, beim Laufen. Geht aber. Jetzt ist noch ein bisschen dick. Da. Mann. Dreh einmal das. Nein, nein. Nee, so ist euch okay. So ist gut. Dann deine Seite ist ja auch. Auch. Nochmal so umkreisen, vielleicht diese Wunde. Und dann da. Dann deine Seite ja auch. Moment, nochmal so. Das kitzelt. Dann zeige ich nur drauf. Ja, wir sind
Wir waren erst draußen, dann wollte eine Freundin noch vor mir mitkommen, aber dann sind wir, wir wollten eigentlich erstmal nur rausgehen. Und dann sind wir an mein Haus vorbeigegangen, dann haben wir überall geschellt, nur dass wir dann keinen Bock hin, also wir haben da keine Schelle gefunden, haben wir halt an die Jalousien richtig geklopft. Dann sind wir halt weggerannt und dann sind wir nicht mehr gerannt, hat er uns hinterhergerufen, ey, ihr Arschlöcher, kommt zurück oder ich komme. Ja, dann sind wir ganz normal weitergelaufen. Okay, also ihr spielen wolltet? Ja, wir wollten so gesagt den Leuten auch Streiche machen und ja, die dabei ein bisschen ärgern so. Okay, und dann hat er dann? Ja, und wir dachten halt, dass der das jetzt nicht so, weil, so meint, wie er das gesagt hat, dass er uns hinterherkommt. Wir dachten halt, dass der das nur jetzt so gesagt hat, um uns Angst damit zu machen. Ja, und dann ist er halt ja hinter uns hergefahren. Ja, dann ist er halt in uns reingefahren dann. Hat er das überhaupt vorher, der? Ja, und dann kam mir nur noch Greifenquietschen gehört. Ja, und dann hat sich ja meine Freundin umgedreht, dann war es zu spät, um auszuweichen alles. Wo er euch dann angefahren hat? Ja, wir standen mit dem Rücken zu den Autos und dann kam er ja von hinten. Ja, und dann hat mein Freund ja nur noch hat nach hinten geguckt, hat nur noch geschrien, weil wir das Auto quietschen gehört haben, also davon die Reifen. Ja, und dann war es halt zu spät, um auszuweichen oder irgendwas zu machen. Wo, wie? Der hat mich, also der ist genau in den Hunden hinter uns, in uns reingefahren, von hinten. Ja, so gesagt, in die Kniekehle so, dass wir ineinander gesackt sind. Und ich hatte erstmal total Schock, bis wir dann die Wiese da hochgerannt sind. Ja, dann hatten wir alle Schmerzen. Genau, erzählen so ungefähr, ne? Okay. Dann habe ich meine Mama angerufen. Dann habe ich zu ihr gesagt, dass wir angefahren worden sind, wir alle. Dann dachte sie, wir veräppeln die damit halt. Ja, bis wir dann die ganze Zeit gesagt haben, nein, das ist kein Scherz. Ja, und dann hat die gesagt, wir sollen noch. Wurden wir abgeholt. Dann die zwei Jungs wurden dann auch abgeholt. Dann sind wir nach Hause gegangen, alle. Ja, meine Freundin kam halt mit zu mir erstmal. Dann saßen wir alle, dann sind wir von zu Hause aus sofort ins Krankenhaus gefahren. Nee, erst kam dann die Polizei noch hierhin. Von dem Unfall davon getragen ist. Ja. Ich habe von dem Unfall eine Rippe angeprellt. Mein Knie, das ist auch jetzt angeprellt und blau. Mein Fuß, der ist auch angeprellt und blau. Okay, blau nicht so. Und eine Zerrung am Hals habe ich.